Muss ich meine Rente in der Steuererklärung angeben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage reinbekommen. Ich lese es mal ganz kurz vor auf meinem Rechner hier. Muss ich meine Rente in der Steuererklärung mit angeben? Ich gehe neben der Rente noch voll arbeiten, meine Frau in Altersteilzeit und wir machen die Steuer gemeinsam. Mit freundlichen Grüßen und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, natürlich müssen Sie Ihre Rente in Ihrer Steuererklärung angeben. Sie beziehen Rente und Arbeitslohn und Ihre Frau daneben noch Arbeitslohn aus der Altersteilzeit. Selbstverständlich müssen Sie die gesetzliche Rente als Einnahme in Ihrer gemeinsamen Steuererklärung angeben. Dazu gibt es dann sogar den entsprechenden Antragsvordruck, wo Sie die Rentenleistung als solche eingeben. Natürlich abzüglich der Kranken- und Pflegebeiträge und sonstiger Vorsorgeaufwendungen, die Sie eventuell im Zusammenhang auch mit dem Arbeitsverhältnis gehabt haben. Aber grundsätzlich müssen Sie Ihre gesetzliche Rente angeben. Wenn Sie nur eine Altersrente beziehen oder eine gesetzliche Rente beziehen, wie zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente, und diese Rente als solche nach Abzug aller Kosten und des Rentenfreibetrages unterhalb des jeweils für das geltende Steuerjahr liegende Grundfreibetrag liegt, können Sie beim Finanzamt beantragen, dass Sie keine Steuererklärung mehr abgeben müssen. Dann werden Sie von dieser Steuererklärungspflicht freigestellt. Aber das betrifft nur Renten, die tatsächlich im bereinigten Fall unterhalb des jeweilig für das entsprechende Steuerjahr zugrunde zu legenden Grundfreibetrages liegen. Also im Grundsatz für Arbeitnehmer, die eine Rente beziehen, ja, sie müssen ihre Rentenleistung, die sie als gesetzliche Altersrente zum Beispiel bekommen, bei der Steuererklärung im Antragsformular R, glaube ich, dürfte das sein, mit angeben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.